Es gibt keine innere Opposition. Also der Präsident ist sehr gut in Sachen, einfach Dinge zu vernichten. Also der hat ja alles vernichtet. Selbst die Leute, die ihn schon unterstützt haben. Er ist in einer Position, wo er nichts jetzt wieder aufbauen kann. Also da kann nichts verbessert werden oder korrigiert werden. Das ist unser Vorteil eigentlich. Die Menschen, die ihn verachteten oder gehasst haben, die sind einfach ausgewandert. Aber Isaias und seine Generation und unsere Generation auch kamen über Gewalt an die Macht. Und die Leute, die das verloren haben, glauben immer noch an die Macht, mit Gewalt an die Macht zu kommen. Und das ist heutzutage nicht mehr möglich. Also die gesamte Welt hat sich verändert. Früher konnte man schnell Gelder für Waffen und Unterstützung bekommen, aber heutzutage nicht. Heutzutage muss man nicht die Waffen nehmen. Also die Politik, die Welt hat sich verändert und da müssen wir anpassen. Und das ist die Dinge, die ich jetzt wirklich daran arbeite. Und du hast jetzt diesen sozusagen den Kampf deines Vaters aufgenommen, das Erbe deines Vaters aufgenommen, weil du siehst, dass der Kampf nicht zu Ende ist, also seine Arbeit nicht zu Ende ist, oder dass Genau. auch das nicht nur deines Vaters, sondern deiner Familie, deiner Freunde. Und du fühlst dich im Grunde genommen, ja, das ist ja wie so eine innere Stimme, die einen dann vorantreibt. Ja, genau. Und du hast jetzt in. Du, wie bist du jetzt, wie hast du dich entschlossen, jetzt diesen Kampf fortzusetzen? Ich habe erstmal Recherche gemacht über gewaltlose Bewegungen, wie das funktioniert, was das ist überhaupt. Ich habe Du wolltest so von Anfang an, du warst entschlossen, also einen gewaltlosen genau. Kampf Ich gegen bin dazu das. entschlossen, also als ich mich entschieden habe, was dagegen zu tun. Habe recherchiert und ich bin dann zufällig auf das Buch von Gene Sharp gestoßen und ich habe dann mehr davon in Erfahrung gebracht und ich habe auch sogar Kurse genommen in der Ukraine und ich gebe auch Bildung und Informationen darüber für Menschen, die im Ausland, sowohl im Ausland als auch im Inland sind. Wie das alles, es muss organisiert werden, es muss durchdacht werden und es ist kein Zufallsprinzip. Es ist sogar gefährlich, wenn die Leute einfach auf die Straße gehen und die wissen nicht, was danach. Und diese Bewegung braucht also langfristige, auch nach dem Zerfall des Regimes, muss man schon genauer planen, was man machen soll. Und daran habe ich gearbeitet, also viel Zeit genommen. Und jetzt sind wir in Bewegung und ja, es ist hin und her, aber Und wie es genau, funktioniert. welche Schritte genau habt ihr unternommen? Es gab diese Kampagne, und die Menschen, die im Ausland sind, die organisieren sich langsam und allmählich. Und was wir planen ist, es gibt 14 Punkte, wo wir das Regime auch im Ausland schwächen können. Also das Regime ist nicht nur in Eritrea, die sind auch hier. Also die sind überall. Die kontrollieren alles. Jeder Eritreer, der zum Beispiel in Schweden oder in Deutschland lebt, ist verpflichtet, 2% seines Gehalts zu zahlen und alle Bedingungen zu erfüllen, sozusagen. Und das müssen wir erstmal brechen. Wir müssen im Ausland erstmal gewinnen. Das ist unser Prinzip. Weil von hier aus kannst du ja nichts machen. Von hier aus kannst du nicht auf alle Menschen hier demonstrieren. Das wird nicht funktionieren, das Regime zu stürzen. Aber wir müssen es schwächen. Aber wir müssen die Kontrolle des Regimes über Botschaft und Konsulat, das müssen wir erstmal brechen. Die Kontrolle des Regimes in der Kirche. Oder die Frauenbewegungen oder diese ganzen Vereine, die einfach alles die Regierung gehört, das müssen wir erstmal
irgendwie lahmlegen. Das ist unsere Idee, sozusagen. Aber gleichzeitig müssen wir auch in Eritrea etwas organisieren. Und es gibt jetzt diese Satellitenfernseher, die wir nutzen und Nachrichten und Botschaften nach Eritrea schicken. Und wir kriegen auch viele Informationen von dort, also wir kriegen Anrufe. Und es ist zwar sehr mühsam, weil es gibt keine Basis, sozusagen so etwas zu gründen. Also ich habe mit vielen Aktivisten aus der gesamten Welt getroffen und wenn ich das alles, deren Situation mit meiner Heimat vergleiche, das ist A und O, das sagen die auch selber. Aber möglich ist es schon. Es wird vielleicht Zeit nehmen, es wird vielleicht sehr mühsam sein, aber. Also ihr erweitert die Opposition jetzt über soziale Medien, also im Ausland. Erstmal, dass ihr die Opposition sozusagen vereint und auch das Regime schwächt. Genau. Schwächt. Und wie passiert da, wie kannst du ein Beispiel geben, wie ihr zum Beispiel jetzt das Regime, ohne jetzt irgendwas preiszugeben, aber von eurer Strategie, aber. Zum Beispiel das orthodoxische Kirche ist ja von dem Regime geführt. Also die haben den Papst einfach verhaftet und haben die selber einen neuen Papst aufgesucht und haben gesagt, das ist jetzt der Papst und der macht, was die Stadt von ihm verlangt. Das ist dann die Leute, also orthodoxische Kirche ist die größte Kirche in Eritrea und egal wo wir sind, auch zum Beispiel hier in Stockholm oder in Frankfurt gibt es ja diese Kirche. Und die Priester und die Gemeindenadministratoren, die arbeiten zusammen mit der Regierung. Und das müssen wir erbrechen. Also es gibt einige Priester, die dagegen stimmen und dagegen predigen. Und da müssen wir jetzt agieren. Und da sind auch die meisten Frauen da. Weil Frauen sind in diesem Kampf noch nicht zu sehen. Also die sind nicht so aktiv sozusagen. Die waren aber früher im Befreiungskrieg sehr aktiv, Frauen, ne? Damals, ja. Und vor allem diese solche gewaltlose Bewegung ist von Frauen bestimmt. Also das ist sehr essentiell in diesem Art von Kampf. Das ist die Art von Kampf, die sie können. Also, wo sie mitmachen können. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Machtwesen nur von Frauen und Mutter in Eritrea kommen kann. Ja, wir versuchen dann zu motivieren, Idee zu finden, wie wir sie